Hey und ganz herzlich willkommen zum Nordbewusst-Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, bin ich ein riesengroßer Fan vom hohen Norden und Skandinavien. Und in diesem kleinen Intro möchte ich dir einfach einmal kurz erzählen, was dich in diesem Podcast erwarten wird und wie es überhaupt dazu kam, dass ich jetzt hier sitze und in ein Mikrofon rede. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Denn schon als Kind wollte ich immer nach Skandinavien auswandern, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nie dort war und ich mir auch nicht erklären kann, woher diese Begeisterung kam, denn sonst in meiner Familie hat das keiner gehabt. Und ich habe mir dann schon mit YouTube-Videos versucht, die Sprache beizubringen und sowas. Also ich war schon als Kind bereit zum Auswandern. Es sollte dann aber noch ein paar Jahre dauern. Und zwar bin ich dann nach der Schule als Au-pair nach Norwegen gereist. Und dort kam ich dann in eine wundervolle Familie in der Nähe von Oslo. Ja, und die hat mir dann so ein bisschen die skandinavische Lebens- und auch die Denkweise näher gebracht. Ja, und während dieser Zeit habe ich ziemlich viel erlebt. Ich bin viel gereist, bis hoch zu den Polarlichtern. Ich habe aber auch das Stadtleben in Oslo sehr genossen und ich habe viele Kanälbulla verdrückt und generell das Essen sehr genossen. Also das stand definitiv auf Platz 1 bei mir. Und genau, als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam, hat sich ziemlich schnell wieder der Alltag eingeschlichen. Und wie das in Deutschland halt so ist, so die Schnelllebigkeit und der Stress waren vorherrschend und haben die skandinavische Gemütlichkeit schnell verblassen lassen. Und ja, so kam es dann, dass ich mir nach einer Weile gedacht habe, wieso hole ich mir nicht einfach das skandinavische Lebensgefühl hierher in mein eigenes Zuhause? Und ja, so habe ich dann nach Wegen gesucht, um den Norden bei mir einziehen zu lassen. Und in diesem Podcast möchte ich ein bisschen mit dir darüber quatschen, wie genau man das anstellen kann und was es da so für Möglichkeiten gibt. Also wir werden über Hücke und über Slow Living sprechen und über Einrichtungen, vielleicht auch so der skandinavische Minimalismus, was es so für Essen gibt, was man sich hier machen kann, auch ja, über die Kleidung. So der skandinavische Kleidungsstil, auch die Denkweise, also über alles Mögliche. Und der Grund, warum ich mich für einen Podcast entschieden habe, ist einfach der, weil ich eigentlich selber rund um die Uhr einen Podcast auf den Ohren habe. Also sei es zum Saubermachen, zum Kochen, auf dem Weg zur Bahn oder manchmal auch ganz gemütlich an einem Sonntag auf dem Sofa. Und auch den Namen Nordbewusst habe ich bewusst so gewählt, haha. Denn er steht zum einen für den hohen Norden und zum anderen für die bewusste und entschleunigte Lebensweise der Skandinavier. Ja, wenn das für dich spannend klingt und du dir auch den hohen Norden nach Hause holen willst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einfach mal bei mir reinhörst. Es wird jeden Sonntag um 9 Uhr eine neue Folge geben. Und wenn du noch mehr von mir erfahren willst, dann findest du mich auch auf Instagram unter nordisk.anna. Oder einfach auf www.nordbewusst.de. Ich freue mich auf die weitere Zeit mit dir. Ich hoffe, du bleibst gesund. Und ja, dann würde ich sagen, hade pra und bis zum nächsten Mal.